Guten Tag und willkommen im Deutschkurs. Ich bin Andrea, Russin, und wir werden zusammen Deutsch lernen. Heute beschäftigen wir uns mit einem schönen Thema, und zwar Wohnen. Und Anne ist auch dabei. Hallo Anne. Hallo. Wie geht's? Geht mir gut. Super. Wie geht's dir? Super. Wir beginnen, ja? So, also für heute haben wir uns Folgendes vorgenommen. Wir werden die Zimmer und die Räume in einer Wohnung lernen. Wir werden Adjektive lernen und dann werden wir Gefallen oder Missfallen ausdrücken. Să ne exprimăm în germană cum ne place sau nu ne place ceva. Wir starten mit ein paar Wörtern. O să începem cu câteva cuvinte. Anne, du siehst hier ein paar Bilder, ja? Ja? Kannst du mir bitte sagen, was Nummer 1 ist? Nummer 1 ist das Haus. Das Haus, super. Das Haus, Plural, die Häuser. Was ist Nummer 3? Nummer 3 ist der Wohnblock. Ja, der Wohnblock, Plural, die Wohnblocks. Blockul. Was ist Nummer 2? Die Wohnung. Die Wohnung, ja, Plural, die Wohnungen, Locuința, Appartamentum. Und was ist Nummer 4? Wir haben hier etwas Rotes. Das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss, genau. Parterrul. Und Nummer 5? Der erste Stock. Der erste Stock. Super. Etajul întâi. Das waren ein paar Wörter. Wir lernen noch. Hier haben wir Räume, Zimmer in einer Wohnung. Avem spații încăperi dintr-o locuință. Was ist Nummer 2? Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer, super. Das Wohnzimmer, Camera de zi. Was ist Nummer 1? Das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer, genau, Camera copiilor. Was ist Nummer 6? Nummer 6 ist das Arbeitszimmer. Perfekt. Ja? Camera de lucru, biroul. Ja, man kann hier einen Computer sehen. Was ist Nummer 4? Das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Ja, schlafen, a dormi, also das Schlafzimmer, dormitorul. Und was ist Nummer 3? Das Bad. Das Bad, ja, baia. Und letztendlich Nummer 5. Die Küche. Die Küche, Bucătăria. Super. Nicht schwer, oder Anne? Nein. Nein, ja. Wie gesagt, lernen wir bitte die Wörter zusammen mit Artikel. Așa cum am mai spus și data trecută, învățăm cuvintele împreună cu articol. Articolul și cu forma de plural. Wir wollen jetzt ein paar Räume auf diesem Wohnungsplan identifizieren. Vrem să denumim camerele de pe acest plan al locuinței. Was ist Nummer 1? Wir sehen hier einen Schreibtisch, einen Stuhl, einen Computer. Was könnte das sein? Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer. Super. Und Nummer 2, man kann hier eine Badewanne sehen und ein Waschbecken. Das Bad? Das Bad, super. Was ist Nummer 3? Das scheint die Küche zu sein.
Ja, das ist die Küche, sehr gut. Der Flur, das ist ja neu, ja. Hallul, Korridorul, ja. Was ist Nummer 5? Wir haben eine Couch, Sessel, einen Kaffeetisch. Vielleicht auch Wollte einen Wohnzimmer, genau. Kamera da sì, ja? Und das hier, damit man frische Luft hat. ein Balkon. Der Balkon, sehr gut. Das war auch neu, ja, der Balkon, Balkonul. Und Nummer 7, Das Schlafzimmer. das Schlafzimmer, sehr gut. Und letztendlich Nummer 8, das ist nicht ein Bad, sondern kleiner. Badezimmer. Nein, das ist Badezimmer, das ist kleiner, die Toilette. Ja, die Toilette. Toilette, sehr gut. Und jetzt wollen wir ein paar Adjektive lernen, ja? Wenn wir unsere Wohnung beschreiben, können wir bin despre locuință, dann müssen wir sagen, wie die Wohnung ist. Trebuie să spunem și cum este o locuință. Dafür brauchen wir Adjektive. Anne, kannst du mir helfen, die Adjektive identifizieren? Ich beginne den Text zu lesen. Ja, unsere Wohnung hat 4 Zimmer. Eine Küche, ein Bad, eine Toilette, einen Flur und einen Balkon. Wir haben alle Wörter hier gelernt. Unser Wohnzimmer ist groß und gemütlich. Ein Adjektiv ist groß. Was ist das andere Adjektiv? Care este celălalt Adjektiv? Gemütlich. Gemütlich, sehr gut. Groß, was heißt groß, Anne? Groß. Mare. Mare, genau. Und gemütlich? Kommod. Kommod, sehr gut. Das Arbeitszimmer ist sehr hell. Hell ist das Adjektiv. Ja, und was heißt hell, wenn wir viel Wenn Licht haben? da wir multe lumină. Ja, also luminos, ja. Das Arbeitszimmer ist sehr hell. Ja. Camera de lucru este luminoasă. Das Schlafzimmer ist zwar klein, aber es ist ruhig. Haben wir hier Adjektive? Ja, klein und ruhig. Klein und ruhig. Klein, das heißt nicht groß. Mick, sehr gut. Und ruhig, es ist kein Lärm, ja? Liniștită, nu este zgomotoasă, ja? Man hört keine Autos, ja, nu se aud mașini. Der Flur ist lang, dunkel und schmal. Lang, dunkel und schmal sind ja die Adjektive. Super. Lang, das ist Dunkel. lung, sehr gut. Dunkel. Întunecat. Und schmal. Ingut. Îngust, sehr gut. Wir haben auch einen Keller. Der Keller hat keine Fenster und ist sehr ungemütlich. Ungemütlich. Ungemütlich und das heißt Inkommod. inkommod. Sehr gut, danke schön, Anne. Das sind unsere Adjektive. Acestea sunt adjektivele pe care le-am învățat. Und ein kleiner Tipp von mir, es ist gut, wenn wir Adjektive in Paare lernen. Este foarte bine când învățăm adjektivele pe perechi, ja? Antonyme. Zum Beispiel, Anne, kannst du mir helfen, die Gegenteil, die Antonyme zu finden für lang? Kurz, sehr gut. Lang, lung, kurz, skurt. Gemütlich. Ungemütlich. Super.
kommod, komfortabel, inkommod. Ja? Neu. Alt. Neu und alt. Sehr gut. No. Weg. Hell. Dunkel. Dunkel, ja. Hell, das ist luminos, dunkel, entunecat. Ruhig. Laut. Laut, genau. Liniștit, zgomotos. Billig. Mit teuer. Billig und teuer. Jeftin, skump. Schön. Hässlich. Hässlich, sehr gut. Frumos, urt. Und modern. Mit altmodisch. Altmodisch, modern, das ist klar, genau wie auf Rumänisch, modern und altmodisch, demodat. So, wir wollen im Folgenden die Adjektive üben. Am vrea în continuare să mai exersăm aceste adjective. Könntest du bitte den Text lesen und dann das richtige Adjektiv auswählen? Ja. Bitte, Anne. Die Wohnung hat 2 Zimmer und kostet 2000 Euro. Das ist nicht billig, das ist sehr teuer. Perfekt. Nu este ieftină, ci este foarte scumpă. Die Wohnung ist im Stadtzentrum. Hier fahren viele Autos und es ist nicht sehr ruhig. Im Stadtzentrum ist es laut. Genau. Ja? În centrul orașului este gălăgie. Die Wohnung ist nicht groß. Sie hat 20 Quadratmeter. Für 3 Personen ist das klein. Perfekt. Ja? 20 Quadratmeter, ja, das haben wir hier, 20 de metri pătrați. Ja? Für 3 Personen ist das klein. Pentru 3 persoane este mică. Und unser letzter Text. Die Wohnung ist nicht neu, sie ist von 1912. Die Wohnung ist sehr alt. Also, este veche, ja. Sie ist nicht von 2020, sondern von 1912. Sehr alt, da? Este din 1912, locuința este foarte veche. Wollen wir etwas Neues lernen, und zwar gefallen und missfallen ausdrücken. Ja? Vrem să învățăm cum formulăm o propoziție atunci când dorim să spunem dacă ne place sau nu ne place ceva. Und wir haben hier ein Beispiel für dieses Zimmer. Mir gefällt das Zimmer sehr gut. Ich finde das Zimmer groß und hell, aber den Fernseher gefällt mir nicht so gut. Ja, der Fernseher gefällt mir nicht so gut. Ich finde ihn ein bisschen zu groß. E puțin cam mare pentru cameră. Wir benutzen das Verb gefallen. Folosim verbul gefallen, ca să spunem dacă ne place sau nu ne place ceva. Mir gefällt das Zimmer sehr gut. Îmi place camera. Ja? Zimmer, das ist ein einziges Singular, also unser Verb hat Endung T. Ja? Das Zimmer este la singular și atunci verbul va avea terminația T. Mir gefallen die Möbel. Dacă avem un cuvânt la plural, verbul nostru va avea terminația N. Ja? Mir gefallen die Möbel sehr gut. Îmi place mobila din această încăpere. Sie sind modern. Ja? Möbel auf Deutsch ist im Plural. Mobila în germană este la plural. Zusammen werden wir über diese Zimmer diskutieren. O să discutăm cum ne place sau nu ne place o cameră. Anne, wie gefällt dir dieses Zimmer? Mir gefällt dieses Zimmer sehr gut. Es ist sehr modern. Ich finde es schön, weil es viele Farben hat. Es hat viele Farben, alle multe culori. Und du findest es schön. Super, Anne, sehr gut. Also, das Zimmer
das ist Neutrum und es wird durch Pronomen S ersetzt. Ja? Und Substantiv Neutro ist dann loquit der Pronomen S. Ja? Mir gefällt das immer gut. Es ist modern, zum Beispiel. Oder es hat viele Farben, oder multe Colori. Findest du das Zimmer nicht zu dunkel, Anne? Nein, ich finde das Zimmer nicht zu dunkel, weil es eine Lampe hat. Genau, es hat eine Lampe, also es hat Licht. Are o lampă care ne dă lumină. Es ist also nicht zu dunkel, nu este foarte întunecoasă. Wie findest du das Bad hier? Wie gefällt dir das Bad? Mir gefällt dieses Bad nicht sehr gut. Es ist ein bisschen zu klein und dunkel. Und dunkel. Okay, kein Licht. Ja. Este puțin mică și întunecoasă. Wie gefällt dir die Küche? Mir gefällt die Küche. Es ist modern und hell. Okay, sehr gut, Anne. Mir gefällt die Küche gut. Sie ist modern, ja? Die Küche ist feminin. Also das Pronomen, das Substantiv ersetzt, ist sie, ja? Îmi place bucătăria? Ea este modernă, ja? Und wie gefällt dir der Flur hier? Mir gefällt der Flur nicht so gut. Es ist schmal und er ist schmal und dunkel. Sehr gut. Er ist schmal und zu dunkel. Ja, genau. Der Flur ist maskulin, also das Pronomen. Das Substantiv ersetzt ist er. Ja? Und wir können noch sagen, ich finde ihn zu dunkel. Consider că este prea întunecat. Das haben wir heute gelernt. Asta am învățat astăzi. Das ist eine Übersicht unserer Lektion. Wir schauen uns noch einmal die Wörter von heute. O să ne mai uităm o dată la cuvintele de astăzi. Und wir lesen diese zusammen. Anne, kannst du bitte den Wortschatz lesen? Das Haus, die Häuser. Der Wohnblock, die Wohnblock. Ja. Die Wohnung, die Wohnungen. Ja. Das Erdgeschoss. Der erste Stock. Ja. Das Wohnzimmer. Ja, Plural, die Wohnzimmer, ja, wenn wir so einen Strich sehen, das heißt, Pluralform ist gleich wie Singularform. Da, când vedem așa o liniuță, înseamnă că forma de plural este identică cu cea de singular, doar articolul se schimbă. Ja? Das Kinderzimmer, die Kinderzimmer. Ja. Das Arbeitszimmer, die Arbeitszimmer. Ja. Das Schlafzimmer, die Schlafzimmer. Ja. Das Bad, die Bäder. Die Küche, die Küchen. Und Flur, die Flure. Sehr gut. Ja, und wie wir schon früher gesagt haben, așa cum am amintit și mai devreme, lernen wir immer das Substantiv zusammen mit Artikel und Pluralform. Este bine să învățăm substantivul atât cu articolul cât și cu forma de plural. Heute haben wir noch Adjektive gelernt, ja? Und diese lernen wir sehr gut in Paare. Este cel mai bine să le învățăm pe perechi, ja? Anne, kannst du bitte noch einmal unsere Adjektive von heute lesen? Ruhig, laut. Ja. Billig, teuer. Ja. Schön, hässlich. Ja. Modern, altmodisch. Ja. Lang, kurz. Ja.
Neu alt, hell dunkel und dich ungemütlich. Gemütlich, ungemütlich. So, und wichtige Redemittel, die wir heute gelernt haben. Struktur importante per care le-am învățat astăzi. Das Verb gefallen. Verbul gefallen. Ja? Wie gefällt dir oder wie gefällt Ihnen der, das oder die? Ja? Acest verb cere nominativul. Da? Deci pentru un substantiv masculin vom avea der, pentru un neutru das și pentru feminin die. Für Plural aber hat das Verb eine andere Form. La Plural are altă formă. Wie gefallen dir oder ihnen die? Cum îți plac ție sau cum vă plac dumneavoastră? Da? So. Mir gefällt der, das, die, wieder mit Nominativ und mit dem Adjektiv gut, nicht so gut. Îmi place mult sau nu prea îmi place. Ja? Oder eine Alternative, o Alternativă, ich finde in es sie schön. Consider că el sau ea este frumos, prea mare und so weiter. Und mir gefallen die, plural, îmi plac, la plural, gut, nicht so gut, nu îmi plac foarte mult sau îmi plac mult. Und sie sind, acestea sunt, ele sunt. Ich finde sie schön. Consider că ele sunt frumoase, prea mari und so weiter. So, das war es für heute, Anne. Vielen Dank für deine Hilfe. Mulțumim pentru ajutor. Und wir sehen uns für die nächste Lektion. Und ich verabschiede mich jetzt auch von Ihnen. Ich sage Ihnen Tschüss und wir sehen uns nächstes Mal, um Deutsch zu lernen.